Roxy, vielleicht noch ein paar Sätze zu dir zuerst. Du bist studierte Freizeitwissenschaftlerin. Was macht denn eine Freizeitwissenschaftlerin? Also eine Freizeitwissenschaftlerin kann alles Mögliche machen. Also das Studium besteht so aus Management, Marketing, aber auch Psychologie und Pädagogik. Und ich habe zum Beispiel auch Social Media Marketing studiert. Ich habe dort ein Auslandssemester in Long Beach gemacht und habe das dort eben studiert. Und also manche gehen in den Tourismus, manche gehen ins Eventmanagement und andere gehen wieder ins Marketing. Und wo soll es für dich hingehen? Also für mich soll es dahin gehen, wo ich bin. Also ich bin dort angekommen, wo ich hinkommen wollte und habe auf jeden Fall jetzt meine Social-Media-Präsenz aufgebaut. Bin jetzt bei Munich, bei dem Projekt von RTL 2 dabei. Ja. Läuft, sagt man, glaube ich, in der Sprache. Du hast schon gesagt, Munich, RTL 2 New, neues Format, eine Selfie-Soap, glaube ich, nennt man das. Was ist das Format genau, was passiert da? Also ich wohne mit 4 weiteren Bloggern in einer WG in München und jede Bloggerin hat so ihr eigenes Genre. Also eine macht Beauty, die andere Fashion, die andere ist viel auf Reisen und ich mache zum Beispiel Fitness, Sport, gesunde Ernährung. Und so hat halt jeder sein eigenes Thema und wir filmen uns alle jeden Tag und aus jedem Tag wird eine Serie geschnitten. Warum fandst du jetzt dieses Format so reizvoll? Warum hast du gesagt, da mache ich mit? Ja, ich denke, dass so, weil die Professionalität vom Fernsehen dabei ist, also dass es auf jeden Fall jeden Tag um 20.15 Uhr auf RTL 2 U kommt und dass die Leute eben uns alle, also dass es eine Produktionsfirma dahinter sitzt und uns unsere Filme schneidet und eben auch garantieren kann, dass die Zuschauer jeden Tag um 20.15 Uhr unsere Folge schauen können. Und einfach auch, weil ich zum Beispiel, ich mache Fitness und ich hatte nie was mit Beauty-YouTubern zu tun oder Beauty-Instagrammern und deswegen finde ich es für mich auch sehr interessant, mal in so ein paar andere Themen reinzuschnuppern. Das Format läuft ja bei RTL 2 U, dem neuen Jugendsender von RTL 2. Würdest du denn sagen, so wie Munich muss Fernsehen heute aussehen, damit die jungen Zuschauer auch einschalten? Ich würde nicht sagen, dass es so ausschauen muss, aber ich denke halt, YouTube zeigt, dass es so dass man so diesen persönlichen Bezug zu den Leuten, die man anschaut, dass es immer wichtiger wird. Und ich denke nicht, dass es ein Muss ist, aber ich denke, dass es auf jeden Fall so die Zukunft ist, so ein Mix aus beidem. Wie ist es eigentlich mit deinem eigenen Mediennutzungsverhalten? Man sagt immer, die Jungen schauen heute kein Fernsehen mehr. Ist es wirklich so? Schaust du noch lineares TV oder welche Medien nutzt du? Also weil ich wirklich sehr viel unterwegs bin und nicht so wirklich Zeit habe, immer zum Beispiel um 20.15 Uhr eine Serie zu schauen, schaue ich persönlich nicht mehr ganz so viel Fernsehen, aber ich schaue mir halt dann irgendwie Serien im Internet an, eben on demand. Also Amazon, Netflix oder auch Mediatheken? Ja, aber es gibt auch, also die anderen Mädels in meiner WG, die schauen zum Beispiel noch sehr viel lineares Fernsehen. Also würdest du sagen, dass die Jungen dem TV davonrennen, kann man so gar nicht sagen? Nee, kann man so nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Mix aus beidem. Jetzt bist du ja nicht nur bei Munich dabei, sondern du bist ja auch schon längeren, wie du gesagt hast, Fitnessbloggerin, hast deinen eigenen Blog. Seit dem Start des Formats, jetzt haben sich da die Anfragen von Werbepartnern eventuell nochmal gehäuft bei dir? Also die haben sich nicht wirklich gehäuft. Ich habe schon sehr viele Anfragen bekommen, allerdings muss ich immer auch sehr viel aussortieren, weil ich immer nur Sachen annehme, zu denen ich auch wirklich 100% dahinter stehe und wo ich sage, dass es wirklich ich bin. Aber ich denke halt, dass es in Zukunft mehr Leute noch auf uns aufmerksam werden und dann wahrscheinlich noch mehr dazu kommen wird. Influencer-Marketing ist ja gerade eins der ganz großen Buzzwörter in der Branche. Wie nimmst du das Thema wahr? Welche Richtung nimmt das Ganze aus deiner Sicht? Also ich denke, dass Influencer-Marketing wirklich sehr wichtig ist, weil ich denke, ich persönlich kaufe auch lieber was von einer Person, wo ich weiß, dass die Wahrheit sagt und dass das Produkt wirklich gut ist, als wenn man es vom linearen Fernsehen eben rausnimmt und irgendeine Werbefigur ein Produkt präsentiert. Und deswegen denke ich, dass es immer mehr an hohen Stellenwert zunehmen wird. Was sind deine weiteren Pläne jetzt für die kommenden Monate, sowohl bei RTL 2 als auch mit deinem eigenen Blog? Also ich habe auf jeden Fall einige Pläne, wie zum Beispiel ein Kochbuch rauszubringen. Dann momentan möchte ich auf jeden Fall auch eine Workout-Serie rausbringen, also die nicht so wie das normale 10-Wochen-Programm ist, sondern ich möchte halt so physisch und psychisch, dass man gesund bleibt, so ein Programm erstellen. Ja. Dann wünschen wir dabei viel Spaß, viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Danke.